5:30 an einem Samstagmittag. Es ist eine ungewöhnliche Zeit, aber es ist Eishockeyzeit hier im Colonel Knight Stadion. Mein Name ist Marius Franke und ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Partie des EC Bad Nauheim gegen die Eisbären aus Berlin, eine Traditionsmannschaft. Der Rekordmeister der ersten Liga ist zu Gast hier in Bad Nauheim. Draußen hell und trotzdem wird Eishockey gespielt. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Puck fällt rein in die Partie. Die Gäste aus Berlin in den dunklen Trikots von links nach rechts. Bad Nauheim heute in weiß von rechts nach links. Hat Doppelpassversuch, kommt nicht an. Andere Seite, Kerzi Tessier. Ja, vergisst kurz den Puck. Nachschusschance, 1-0 Nauheim. Stark gemacht von Tessier, der zunächst die Scheibe nicht richtig trifft, dann aber nochmal zurücklegt. Und Freddy Cabana erzielt die Führung für Nauheim. In der 9. Spielminute. Hier die Chance für Tessier, auch gut zurückgearbeitet vom Berliner. Dann in die Mitte und Antschitzka, bisschen unglücklich, genau auf die Kelle von Freddy Cabana. Das hohe Tempo nicht nur möglichst mitzugehen, sondern auch nicht zu faulen. Keine Strafzeit bislang und gut gespielt. Und Arniel und 2-0 Nauheim. Eiskalt gespielt. Homerun auf Arniel. Und der vollstreckt in Topstürmermanier. Scheibe rausgechippt. Hier der Fehler in der neutralen Zone bei den Berlinern. Dann ist es ein 3-2. Pauli auf Homerun. Der sieht Arniel und der ab ins Eck. Ja, Nachschusschance und Tor. Vom Tor im Slot nicht gut aufgeräumt und Marc Zengerle ist dann der Torschütze. Schauen Sie mal, beide Verteidiger der Bad Nauheimer stehen da nicht gut. Sowohl Ketter als auch Senhen sind sehr weit entfernt von Zengerle. Sieht man jetzt über Tor nochmal viel besser. Schauen Sie mal, die sind ja fast gar nicht im Bild. Ketter steht da auch falsch rum, kann er nicht mehr agieren und Zengerle, für den ist es dann leichtes im Nachschuss zum 1:2 zu verkürzen. Des Stadions. Tessier, gut gespielt, Cabana ins leere Tor, 3-1 Nauheim. Gerade noch so bei 5:3. In 2 Sekunden wäre Labrie wiedergekommen und Nauheim nutzt dieses doppelte Überzahlspiel. Klasse Pass von Tessier, den trifft Cabana nicht mal voll, muss er aber auch nicht, der passt auch so. Doppelpack für Freddy Cabana. Guter Pass, jetzt kommt da Reichel mit Geschwindigkeit. Reichel und Big mit der Kufe hält er den noch. Cabana. Vorm Tor ist die Möglichkeit für Reiter nach Pass von El Zayed. Wieder Ingham. Der Rekordmeister der DEL, die Eisbären Berlin. Latte. Aus nichts. Nochmal Hörtler. Durchgeladen. 3-2. Ordentliches Fund von Frankie Hörtler. Eben hat er sich noch geärgert bei dem Schlenzer. Weil er sich gesagt haben, den nächsten, den zimmer ich drauf. Da zunächst der Pfosten-Latte-Schuss. Der war genau oben am Knick. Und dann Frankie Hörtler, der durchlädt. Ja, Pfosten. Und dann schauen wir uns natürlich auch gern nochmal das Tor an. Irgendwie kommt da die Scheibe durch. Na, guter Pass. Nöbels jetzt mit Platz. Nöbels mit Platz. Nöbels Ausgleich. Fast ein bisschen mit Ansage. 3-3, 5:35 vor Ende der Partie. Hat er zu viel Platz. Und dann schließt er den natürlich auch exzellent ab. Marcel Nöbels, Nationalspieler. Thomas. Letzte Minute in der Overtime läuft. McKiernan, Pfosten, Thomas, Big. Treffen beide, geht's weiter, trifft keiner, geht's auch weiter. Sie kennen das Spielchen. Andi Pauli gegen Ingham. Pauli trifft. Der Wübüffel eiskalt. Druck auf den Berliner. Ja, schöner Schuss ins lange Eck. Und Marcel Nöbels muss jetzt treffen.
Nöbels, ein Treffer schon gemacht in der Partie. Scheitert an Bick, Bad Nauheim gewinnt gegen die Eisbären Berlin mit 4:3 nach Penalty schießen. Und im Endeffekt, finde ich, geht das auch genauso in Ordnung.